Na gut, dann machen wir mal weiter mit den Songs. Verdammt. Ich sperre mich immer selber aus. So, ich habe mich eingesperrt so quasi, eigentlich mehr oder weniger gerade. So, was haben wir denn hier? Gegessen haben wir, getrunken haben wir. Dann gehen wir. Oh Gott, ist schon dunkel. Die Wagen müssten noch links oben stehen, hä? Oder? Da, wo die rosa Fähnchen sind, sind die Wagen immer. Ja, wir haben eigentlich. Ich glaube, da könnte aber noch was drin. Da könnte noch was drin sein sogar. Da ist noch was. Einer ist sogar noch voll, ja. Ja, wir haben ja. Stimmt, wir haben gestern nämlich irgendwann zwischendurch abgebrochen. Wir wollten nämlich eigentlich. Ja. Wir sollten. Quatsch. Wir wollten eigentlich die erst leer machen, noch bevor wir aufhören, aber dann haben wir gesagt, komm, Müdigkeit und so. Ich komme jetzt gerade mit dem Wägelchen hier rüber. Versuch mal, den anderen hier wieder umzudrehen. So. Ich könnte nachher, wenn es hell wird, nochmal los ein bisschen Dynamit besorgen. Das kannst du gerne tun, ja. Ich weiß ja nicht, was ihr da noch für Projekte starten wollt. Das eigentlich haben wir nichts Festgeschriebenes. Ich weiß nicht, wie die Höhensperre in diesem Spiel ist. Also schauen wir jetzt noch. Warte mal, schauen wir. Bei Minecraft weiß ich ja, da kannst du irgendwann keinen Block mehr oben drauf tun, aber hier weiß ich es nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Also schau mal, gibt es zumindest noch einen Boden drauf. So ein Dach oder so. Eigentlich müsste da noch mal drauf gehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ob das hier gut geht, was ich gerade mache, ich glaube eher nicht, ne? Funktioniert. Vorsicht, du stehst quasi ein bisschen. Ziemlich doch, nicht. Du bist ja ziemlich im Abgrund, über den Abgrund gerade gestanden. Ja, ich liebe das Risiko. Ja, Gott sei Dank hört man dich jetzt endlich auch mal. Das war nämlich in den letzten Folgen leider nicht der Fall. Ein kleiner Fail von uns. Wir hätten mal ein bisschen über die Einstellung kommen. Aber jetzt müsste es eigentlich alles soweit funktionieren. Zwar ein bisschen was leiser, aber es funktioniert. So. Wie ging das in der Werbung? Risiko. Spielst du auf dein eigenes Risiko? Ja, genau. Was brauchen wir denn? Hasenfell auf jeden Fall. So, ich lauf mal los. Ich guck mal, ob ich die Höhle mit dem Dynamit. Bei mir backt es schon wieder rum. Bei mir aber gerade auch. Erst waren hier ganz viele Bäume, jetzt ist es wieder nackig. Ja, bei mir gerade auch. Ich hau drauf oder baue es auch nur weg. Das geht hier nicht mit rechten Dingen. Mama? Boah, Alter. Glaub mal, das ist wie in Real Life. Wenn es dunkel ist und hier irgendwo was knarzt oder sowas. Mhm. Ich finde das mit der Dunkelheit und den Lichtdings haben sie hier in Forest auch echt gut getroffen. Was denn? Hä? Was meinst du? Ach, der Baumfeld? Na, das ist halt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Laterne, die hier leuchtet und so, dass das hier, das wirkt schon echt so, als wenn du wirklich durch den Wald gehen würdest im Dunkeln. Das meine ich damit. Ja, das Problem, ich habe gerade tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, ich bin so ein Schisshase und ich hasse sowas wie Dunkelheit. Wobei ich tatsächlich jetzt gerade in der komplett dunklen Wohnung sitze. aber solche Spiele musst du halt auch dann ein bisschen um die Atmosphäre reinzubekommen, tatsächlich im Dunkeln spielen. Wobei mir das tatsächlich einige bei meinem Until Dawn Let's Play auch gesagt haben, ey, ich spiele das Ding im komplett dunkeln. Nein, ich habe das Ding hier fast mit dem Baustrahler gezockt. Ich hasse eigentlich Horrorspiele. Gerade was so Jumpscares betrifft und alles drum und dran. Deswegen habe ich mich letztes Mal wirklich übelst erschrocken. Das war kein gespieltes Erschrecken. Das war ein echtes. Ich kann so Erschrecker nicht spielen. Also ich muss sagen, hier so Forest ist wirklich so das höchste der Gefühle, was ich selber spiele. Bei dem Rest, ich gucke da gerne zu, aber selber spielen, da kriege ich Herz-Tabas, ehrlich. Das hatte ich tatsächlich, wie gesagt, als ich Until Dawn bei einem der bekannten YouTuber geguckt habe, der auch dieses Spiel gespielt hat, zum Beispiel, habe ich kein Problem gerne geguckt. Ja, ich sag den Namen jetzt gerade mal, ich mache ein bisschen Werbung. Beim Gronkh habe ich das ja geguckt. Ups. Und beim Sarasa habe ich das auch geguckt. Und kein Problem, konnte ich gucken, ohne Probleme. Selber zocken, ich musste zwischendurch rausgehen. Ich habe gesagt, ich musste rausgehen. Habt ihr das Spiel gespielt? Oder kennt ihr das Spiel? Nee, habe ich nicht. Also ich kenne das so gar nicht.
Ich habe nur gehört, das ist so von der Dings ähnlich so hier wie, wo du hast halt so Entscheidungen, die du treffen musst. Jede Entscheidung kann das komplette Spiel verändern. So wie jetzt zum Beispiel hier alle dieses Man of Medan hieß es. Ja, Man of Medan, ja. Genau. Das ist so genau die Richtung. Ja, also dieses wirklich, das gibt ein komplett neues Ende. Das war auch bei Detroit Become Human. Oh, das Spiel habe ich geliebt, das war super. Habe ich im Let's Play gemacht, komplett. Habe ich auch, mit Stream. Aber, ich habe es halt wirklich im LP halt durchgezogen. Und, ich habe die letzten Umsonst-Spiele gespielt, also diese PS-Plus-Spiele gespielt. Ich habe ja erst Detroit Become Human, dann habe ich immer ein Sniper-Elite gemacht, mittlerweile hänge ich in Last of Us. Das Sniper-Elite war auch super. Sniper-Elite war geil, auf jeden Fall, weil zum Beispiel, wenn du dann halt wirklich jemanden getroffen hast, je nachdem, wo du den getroffen hast, wenn du den halt quasi irgendwo in den Hoden getroffen hast oder so, dann hast du auch wirklich die Kugel da einschlagen sehen und alles drum und dran. Der ist dann auch genau. Oder so ein Durchschuss, so ein Darmdurchschuss oder irgendwie sowas. Das fand ich auch cool. Oder wie die Rippen brechen von der Kugel und so, ja. Ja, das habe ich schon. Das war echt ein tolles Spiel. Ja, da freue ich mich, da soll er jetzt irgendwie Mitte oder Ende nächsten Jahres soll da ja die VR-Version von rauskommen. Ja, gut, dass ich eine VR-Brille habe. Da freue ich mich drauf. Gut, dass ich da die VR-Brille, dass ich die VR-Brille habe. Ja, kommt bestimmt gut bei den Zuschauern, wenn wir die ganze Zeit sitzen und sagen, ja, und dann platzen die Leber und die Rippen brechen. Ja, finde ich gut, das Spiel, das ist echt schön. Auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen Eigenwerbung mache die ganze Zeit, ich habe tatsächlich ein VR-Spiel Let's Play und zwar irgendwas mit Bowling, irgendein Bowling-Spiel. Auch nur 2-3 Folgen waren das, die ich gemacht habe. Das war auch ganz cool. Da siehst du das halt wirklich, du sitzt in der Bar drin. Ich hoffe ja, das wird aber nur nicht sein, für Markus und mich vielleicht gar nicht mal so uninteressant, aber ich hoffe, dass Formel 1 demnächst mal irgendwie, also das neue Formel 1 vielleicht mal irgendwie eine Feuerunterstützung bekommst. Das wird wahrscheinlich noch geiler werden. Dass du dann richtig im Cockpit sitzt und so. Call of Duty hat es ja gemacht, Modern Warfare die Version davor. Die hat ja eine VR-Unterstützung gehabt. Ich muss sagen, das wäre gar nichts für mich. Ich habe jetzt letztens mal das Wipeout mal angespielt mit VR. Da nach der ersten ist dir schlecht Kurve geworden? Nach der ersten Kurve musste ich die Brille absetzen. Und, es ist nicht für jeden das. Ging gar nicht. Motion Sickness nennt man das. Ja, also das ist bei mir ganz extrem. Also so Spiele wie Blood das sind, glaube ich, die so gleichen Leute, die dann auch auf dem Schiff krank, also schlecht wird, wenn die durch die Bewegung und so, ne? Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Aber überhaupt so, ja, aber zum Beispiel Achterbahnen oder solche Gerätschaften, das ist gar nichts für mich. Ja, Achterbahn wird mir auch immer. Also für mich tatsächlich auch nicht, aber das liegt nicht an der, weil mir schlecht wird, das liegt einfach an meiner Höhenangst. Ich habe Höhenangst. Ich habe jetzt zum Beispiel von der Arbeit, ich mache nebenbei, ich arbeite bei der Automobilindustrie, oder noch, bis Ende des Monats, habe ich Autos gefahren, auf einem Schiff, von dem Schiff gefahren, das war ein Transit, und ich habe das Ding quasi quer auf dem Schiff stehen müssen, weil ich das drehen musste. Und ich habe mit dem Cockpit über dem Wasser gestanden, also so zumindest, dass ich die Scheibe runtergucken konnte. Da ist es schon ein bisschen anders geworden. Also wenn ich unten keinen festen Boden unter den Füßen habe, geht nicht. Auch bei Spielen ist das manchmal so, tatsächlich. Also jetzt bei dem jetzt also geht's hier. Ich habe dieses Höhengefühl zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Spiel spiele wie hier Dying Light, wo man auch so von ganz hohen Stellen auf so Kissen runterspringen konnte, da hast du richtig das Gefühl, als würdest du selber fallen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel bei der Brücke habe ich jetzt kein Problem, aber so persönlich würde ich es tatsächlich nicht. Würde ich sie nicht betreten. Also was ich zum Beispiel habe, ist, ich habe keine Höhenangst, aber ich habe irgendwie so ein Ding mit Gleichgewicht. Also ich kriege auch Panikattacken auf Fahrrädern. Ich kann kein Fahrrad fahren. Also okay. Ich kann ein Fahrrad fahren, also die Bewegung ist nicht das Problem, aber ich habe ständig das Gefühl, ich kippe gleich um. Ich kann auch kaum auf Leitern steigen. Ich habe ständig das Gefühl, ich falle gleich runter. Also Leitern. Innenohr oder so, Innenohrproblem oder sowas. Irgendwie sowas, ja, muss das sein, ja. Also Leitern gehe ich tatsächlich auch nicht drauf. Ich stelle mich gerne dabei und halte die fest, aber ich habe gesagt von Anfang an, ich gehe nicht auf irgendwelche Leitern oder Höhen. Ich habe bei Stühlen schon Probleme. So krass ist das. Und es ist wirklich nicht die Höhe. Ich habe kein Problem mit Höhe. Es ist halt einfach nur, dass ich habe ständig das Gefühl, ich kippe gleich um.
Wo kommt denn das letzte Hasenfell hin? Irgendwas oben in meinem Bett immer noch, glaube ich. Nein, du hast kein Bett hier oben drin. Okay. Hier in der Höhle, wo ich jetzt gerade das Dynamit geholt habe, da ist die moderne Axt drin. Soll ich die Höhle mal markieren? Ja, du kannst sie, wenn du machst, kannst mitbringen, wenn du möchtest. Wenn du das irgendwie schaffst. Dann kannst du für dich selber holen, oder? Ach so. Ja, ja, wir können die Axt ja, habe ich, weil ich... Wir können, ja in der, wir können ja in der nächsten Folge mal hingehen. Ja, markier die, dann gehen wir in der nächsten Folge rein. Ja, ja, ich würde auch gerne mal in so eine Höhle gehen. Ja, dann also gehen wir in die nächste Folge. Auch nur, zwei Gegner drin. Einen habe ich gerade schon platt gemacht und den anderen umlaufe ich jetzt. Ja, alles gut. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Genau, ja, wir können gerne mal was anderes machen, als immer nur Bäume sammeln und bauen. Ja, vollkommen okay. Klar. Dann schieße ich hier jetzt wieder raus. Den einen Gegner lasse ich hier jetzt noch stehen und dann markiere ich die Höhle mal. Genau, mach mal einen Marker, dann gehen wir da auf jeden Fall in der nächsten Folge hin. Ich muss ein bisschen auf die Uhr achten. Markus, hast du sonst auch die Uhr noch im Blick? Uhrzeit oder was? Nein, Folgenlänge. Du, ich nehme einfach nur so auf. Ich mache ja da nicht so wie du so richtige ganze Folgen. Ich mache nur Clips. Also ich mache ja gut, ich mache komplette Folgen. Ne? Bei mir sind es halt, gut, es müsste eigentlich 12 Minuten jetzt noch sein oder 13 Minuten. Ich habe 2 nach 9, habe ich die. Gut, 10 Minuten machen wir einfach noch immer, dann passt das auch von der Länge. Einfach weil ich noch nicht, ich habe ja auch nicht so die Zuschauer wie du, also die Subscriber. Ach, also. Mir ist, wenn ich ehrlich bin, mir geht das mittlerweile auch, ich habe auch kaum Zuschauer. Aber mir ist das auch mittlerweile so ziemlich egal, wer die Folgen guckt oder so. Aber The Forest geht's eigentlich tatsächlich. Das ist mit so momentan das, was die meisten Folgen, was die meisten Zuschauer generiert. Aber das ist, liegt daran, dass ich die auch in 3 The Forest-Gruppen packe, die Folgen hier. So, ich habe hier jetzt mal so ein Signalding gesetzt. Könnt ihr das sehen? In blau? So eine blaue Fahne? Ja. Okay, da ist die Höhle mit dem. Mit der modernen. Oh, was rennt denn da rum? Ich weiß immer noch nicht, wo ich den scheiß Hasen verlieren muss. Ich hab schon hingeklappt, eins. Auch nur noch ein Refill. Ah. Ich habe ein Hasenfell und ich wüsste nicht wohin, ich war jetzt im Suchen halt. Gut, dann gehen wir jetzt gucken, dass wir vielleicht ein Rehfell. Gucken, ob ich hier unterwegs irgendwie eins finde, was ich mitbringen kann. Genau. Markus, was meintest du? Was meintest du? Ich habe zwar gerade 2 gesehen, aber gut. Ach, ich hatte hier, glaube ich, gerade irgendwie einen Anzeigebug. Irgendwas ist im Horizont immer so von rechts nach links gerannt. So in der Ferne, aber das ist irgendwie gar nicht. Nee. Na, grafisch ist das Spiel jetzt nicht das Hochauflösendste, muss ich sagen. Die ganzen Bäume verschwinden. Also wenn ich ehrlich bin, was das Grafische betrifft, hätten sie vielleicht noch ein bisschen was mehr tun können. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Ich dachte jetzt gerade kommt ein Gegner. Ich habe nicht gesehen, dass ihr auch hier jetzt wieder seid. Oh. Ja, das große Loch. Ich war's. Ich glaube, da in der Nähe, da bei euch an der Base, da ist, glaube ich, auch noch so ein, irgendwie so ein kleines Lager, wo man auch moderne Pfeile und so findet, ne? Also da ja, ist noch, bei uns ist ein Höhleneingang, aber den haben wir schon eigentlich angeguckt, aber war nichts drin und wir kamen, glaube ich, auch nicht weiter. Oh, Knie. Ja. So, jetzt gehen wir mal gucken, was wir für Rehe suchen. Also bis jetzt haben wir auch keine Feindpräsenz, das ist das Gute. Das ist gut, dass wir zu 4 sind. Das heißt, wir können durchaus Feinde relativ einfacher bekämpfen, als wirklich nur zu zweit. Ja, ich bin jetzt auch schon wieder auf dem Rückweg. Ja, ist die Ausdauer will noch nicht so wie ich. Ja, habe ich das auch das Problem. Eigentlich konnte ich lange aus solchen Spielen überhaupt nichts abfinden. Auch so Spiele wie Ark fand ich irgendwann langweilig. Auch Minecraft ist halt absolut nicht so meine Welt. Wenn ich Langeweile habe und ich weiß, was ich zocken soll, zocke ich Rocket League. wir haben Besuch, Leute. Wo? Bei mir. Ja, ich muss hier weg. Oh ja, ich sehe es. Ich hänge fest. Ich bin auch da, schon wieder da. Hilfe! Das sind viele. Wir sind erstmal eine Gebärende, ein Multifister und ein paar kleinere Hilfe. Noch dazu. Hilfe! Also habt ihr Probleme mit mir persönlich?
Es sind auf jeden Fall mehrere, ja. Ich glaube, einen habe ich gekillt. Ernsthaft? Mal eben ins Wasser springen. Okay, das ist jetzt gemein. Aber fuck mich, ich hab jetzt gerade. So, zwei habe ich getötet. Oh, ich hab Haarspray gefunden. Ich könnte die ein bisschen anfackeln. Ich habe einen getötet. Ich wollte eigentlich gerade was essen gehen, weil ich wieder leeren Magen habe. Oh, hoi. So, auf jeden Fall, einer von den einfachen ist weg. Ich habe auch zwei von diesen normalen, schnellen da, die so rumgerannt sind. Ja, das war gerade nicht ohne. So, haben wir noch, wo haben sie denn die anderen jetzt geparkt? Ach, da hinten, okay. So. Dürfte jetzt das andere Zimmer auch fertig sein oben, oder? Fast, ja. Da kann sich dann jetzt auch jemand drin, wenn er möchte, irgendwie das einrichten für sich. Also ich sehe gerade nur noch zwei große auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob irgendwie noch was... Richtig. Auch eine Tür, oder? Ja, das war doch... man auch mal schlafen, dass mal ein paar Bäume nachwachsen. Ne? Ja, eigentlich müsste man tatsächlich mal komplett schlafen gehen mit allen Leuten. Kann man ja machen. Das ist auch der Fall. Wachsen die Bäume nicht nach. Ja, und wir ziehen immer weiter raus, zum Beispiel. Na dann. Haier machen. Ja, ihr seid in der Hütte, ne? Okay. Dann gehen wir mit in die Hütte, dann machen wir kurz mal schlafen. Wollt ihr jetzt schon schlafen? Ja. Wir können ja danach... Ich kann ja auch oben in dem Bett pennen. Wir können ja nochmal, ich hoffe, müssen wir nicht alle auf einem? Was hast du denn hier? Weiß nicht. Achso, hier. Ja, in meinem Zimmer, ja. Wo seid ihr denn da? Ich hatte noch ein paar Stücke. Hast du genug Zeugs zum Seil und sowas? Seil, drei Felle, brauchen wir noch Hasenfelle, drei Stück. Also ich liege schon sozusagen. Warte, ich komme. Also du bist unten im Bett, ja, okay, dann komme ich jetzt auch runter. Müssen wir was unten machen? Okay, dann gehe ich auch runter. Können wir machen. Achso, alle müssen in eins. Habe ich so das Gefühl. Ich komme. Oder seid ihr dem Zelt hinten? Aber runter, ja. So. Heim. Fehlt noch einer? Einer fehlt, ja. Vier gedrückt. Ja, bin schon dabei. So, das kannst du bitte... Nein, nee, können wir nicht nochmal. Shit. Oder geht das eigentlich, wenn wir jetzt oben nochmal machen? Nee, das geht nicht. Das geht allgemein nur einmal, ne? Das ist ein Cooldown-Dings. Achtet mal ein bisschen auf eure Nahrung, weil die ist gerade ein bisschen runtergegangen. Ja, ich bin jetzt, gehe jetzt hier gleich ein bisschen auf Hasenjagd. Achso, das sind die komischen Enten hier, ne, die durchgeflogen sind gerade. Ich hatte nämlich gerade schwere Schritte vernommen. Das waren doch coole Zeiten eigentlich hier beim Kronko, beim Sarasar, ne? Das Let's Play zu gucken, das war immer sehr entspannt. Mhm. Habe ich immer gerne geguckt. Vor allem damals habe ich immer gedacht, oh, das ist ein cooles Spiel, würde ich gerne mal spielen, aber wird bestimmt nie dazu kommen. Und jetzt. Na gut, ich wollte das auch immer kaufen für PC, hatte dann aber nicht diesen leistungsstarken PC und so. Ja, das war nämlich der Gedanke, den ich auch hatte. Ich habe jetzt mittlerweile einen, aber dann kam das wieder mal für Dings raus, für PS4 raus. War das gleiche wie zum Beispiel auch Dead by Daylight. Das habe ich mir dann ja auch geholt, als es für die PS4 rauskam. Weil ich halt immer noch ein Konsolenkind bin. Das ist halt einfach so. Ich bin auch eins und bleibe es auch, weil ich habe auch letztens erst wieder gesagt, ich habe da keinen Bock, ständig auf die Spiele hinten drauf zu gucken. Habe ich denn überhaupt diese Systemanforderungen? Also mein PC ist so stark, dass er GTA 5 ohne Probleme in der höchsten Auflösung packt. So nebenbei. Und das Spiel braucht schon einiges.
Nee, so stark ist meiner jetzt nicht. Ich habe mir deswegen extra damals zusammenstellen lassen. Der sollte nur eigentlich GTA spielen und es ist halt cool auf PC, weil du halt wirklich alles siehst. Also so viel ist jetzt nicht nachgewachsen, muss man sagen. Nee, das sind glaube ich auch nur ein paar Prozent, die dann nachwachsen, ne? Also in erster Linie müssen die die Stümpfe stehen noch. Dann können wir, es wachsen auch die Bäume nach. Ich muss sagen, die meisten Spiele, die spiele ich auch lieber auf der Konsole als auf dem PC. Hey, hier sind Koffer, ne? Nebenbei. Wo? Hier, wo ich stehe. Ich hab da gerade mal ein paar aufgemacht, die lagen da rum. Yeah. Aber irgendwie sind hier gerade keine Hasen unterwegs, ne? Grüße nicht die zwei noch im Dings. Am Käfig.